Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung und Begrüßung. Ich freue mich ganz besonders, heute hier zu sein und tatsächlich so ein bisschen so einen historischen Überblick zu geben. Ich habe mir überlegt, nicht jetzt einfach eine Chronologie des Drogenkonsums und der Drogenpolitik zu machen, sondern ein paar Aspekte der aktuellen Debatte um den Görlitzer Park mir rauszusuchen und die dann in den historischen Kontext zu stellen, in der Hoffnung, dass das für die aktuelle Diskussion vielleicht uns ein bisschen weiterbringt. Wenn wir die Technik dann gemeistert haben, das ist ja immer die erste große Hürde. Muss ich noch ausbringen, Hans? Hier vorne, den Scheinwerfer? Ja, das kriegen wir den aus. Ja. Gut, und zwar die Punkte, die ich mir überlegt habe, die aktuell eine Rolle spielen, zu denen ich mich auch bemüßigt fühle, was zu sagen, ist einmal der Konflikt um öffentliche Räume. Also wir reden ja über oder anhand eines Konfliktes, der sich im Görlitzer Park der da stattfindet, und dann ist die Frage, welche Rolle spielt öffentlicher Raum eigentlich hier in dieser Debatte. In dem Teil wird es ganz viel um so eine Entwicklung von neoliberalen Regierungsweisen seit den 70er Jahren gehen. Da komme ich dann gleich natürlich im Detail dazu. Der zweite Punkt ist Rassismus. Also der Konflikt entzündet sich ja auch entlang einer Linie weiße Anwohner gegen schwarze Drogenhändler. Und die Frage ist, welche Rolle spielen solche Kategorien denn eigentlich im Drogendiskurs auch seit den 60er, 70er Jahren? Das dritte ist die Verführung Jugendlicher, also dieses Argument, was immer wieder vorgebracht wird. Jugendliche werden angesprochen und zu Drogen verführt und werden dadurch gefährdet. Auch das lohnt es sich mal ein bisschen genauer anzugucken. Und nach diesen drei Punkten dann so ein bisschen hier in den Bezirk hinein, also sich nochmal anzugucken, welche Rolle spielt es, dass es hier in Kreuzberg stattfindet. Kreuzberg als ein Stadtteil, der sich selber ja als alternativ irgendwie anders begreift. Und da möchte ich einen Blick werfen, welche Rolle Drogen eigentlich in sozialen Bewegungen, speziell in der Hausbesetzer-Szene hier in Kreuzberg gespielt haben. Und die Frage, die so dahinter steht, ist, funktioniert die Debatte hier eigentlich anders als in, sagen wir mal, eher bürgerlichen Bezirken? Und danach werde ich dann ein kleines Fazit ziehen. Es gibt natürlich noch ganz viele weitere spannende, interessante Aspekte, über die man sprechen könnte. Sozialarbeit, Medizin, auch Geschichte der Legalisierungsbewegung, darüber werde ich hier heute nicht sprechen. Einfach aus dem Grund, weil sie, glaube ich, im aktuellen Diskurs im Gegensatz zu diesen Punkten eine eher untergeordnete Rolle spielen. Damit komme ich zum Raum, um direkt einzusteigen. Also der Konflikt entzündet sich ja an der Drogenhandelsszene im Görlitzer Park, aber die Frage, die spannende ist ja, wie kommen wir überhaupt dazu, Drogen nicht so sehr als ein gesellschaftliches Phänomen wahrzunehmen, sondern eins des öffentlichen Raums. Wir könnten ja auch über Drogen als eine Frage von Konsumpraktiken sprechen, und trotzdem entzünden sich ja drogenpolitische Debatten immer wieder an Konflikten im lokalen Nahraum. Der Grund dafür, ich hatte das schon angedeutet, den Grund sehe ich in der Entstehung von neoliberalen Formen des Regierens seit den 70er Jahren, in denen eben öffentliche Räume ganz wichtig werden, um Regierung stattfinden zu lassen. Und das findet sich im Prinzip von der Drogenszene der 70er Jahre bis zur Kameraüberwachung öffentlicher Räume heute. Und das lässt sich ganz gut nachvollziehen an der Drogenszene, denn bis in die 70er Jahre hinein galt Drogenkonsum eigentlich eher als so ein individuelles Phänomen, das mit sozialstaatlichen Maßnahmen aufgefangen werden sollte. Also dazu zählten verschiedene Therapieformen, die noch in den Kinderschuhen steckten, zu denen auch alternativere Modelle gehörten, die eher auf so einen verantwortungsbewussten Konsum statt auf Abstinenz gesetzt haben. Also Release e.V. wird vielleicht manchen etwas sagen, das spielt hier eine Rolle. Das änderte sich dann aber ab Mitte der 70er Jahre, und da ging es dann nicht so sehr um Individuen, sondern da wurden Debatten um sichtbare Gruppen von Drogenkonsumentinnen immer wichtiger, und die Frage ist, warum? Also einerseits gab es einfach mehr von ihnen, also der Konsum illegalisierter Drogen stieg genauso übrigens wie der Konsum von Alkohol und Cannabis seit dem sogenannten Wirtschaftswunder in Deutschland immer weiter angestiegen war. Dazu kam, dass es keine offiziellen Orte für diesen Konsum gab. Also für Alkohol geht man in die Kneipe, für illegalisierte Drogen gibt es solche Orte nicht, die den Konsum regulieren und legitimieren. Und deshalb entstanden öffentliche Treffpunkte, die eben wichtig waren, zum Beispiel für den Handel, aber auch den Austausch von Informationen. Es entstand auch so eine Subkultur. Diese öffentlichen Szenen, das muss man vielleicht dazu sagen, betrafen immer nur einen relativ kleinen Teil der gesamten Drogenszene, denn
für die meisten Drogenkonsumentinnen gilt, dass Drogen sowohl gehandelt als auch konsumiert werden im privaten Freundeskreis, in privaten Netzwerken und nur ein geringer Teil eben auf diese öffentlichen Treffpunkte tatsächlich angewiesen ist. Trotzdem, von denen gab es eben ab Anfang bis Mitte der 70er Jahre immer mehr. Ein anderer Aspekt ist die Wirtschaftskrise ab 1973, denn als Folge davon wurde Geld vor allem für sozialarbeiterische Projekte und diese alternativen Therapiemodelle nach und nach zusammengestrichen und eigentlich der einzige Posten, man kann das so an Stadtstaaten kann man das ganz gut wie Hamburg nachvollziehen, der einzige Posten, der eigentlich mehr Finanzierung bekommt, ist eben polizeiliche Repression, die polizeiliche Kontrolle dieser Drogenszenen. Dazu passte, dass in der Kriminologie und bei der Polizei in den 70ern Umdenken stattfand. Also da es jetzt mittlerweile so offensichtlich so viele Leute gab, die illegale Drogen konsumierten, war so dieser Erklärungsansatz, dass das was Individuelles ist, so eine individuelle Veranlagung zu abweichendem Verhalten, das griff nicht mehr, dazu waren es zu viele. Und dann setzte sich so eine Erkenntnis durch, die sagte, okay, es gibt zwar ganz viele Leute, die Drogen konsumieren, die sind aber prinzipiell therapierbar, aber es gibt so einen harten Kern, der ist auch nicht mehr therapierbar und der ist ein Fall für die Polizei und um den kümmern wir uns und da passte das dann ganz gut zusammen, denn diesen harten Kern vermutete man dann eben an diesen öffentlichen Treffpunkten. Das heißt, in den 70ern fand ein ganz grundlegender Wandel in der Politik statt. Es ging jetzt nicht mehr so sehr um Individuen, die therapiert, diszipliniert und in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden sollten, sondern um Gruppen im öffentlichen Raum, die als störend empfunden wurden und die dort im öffentlichen Raum kontrolliert werden sollten. Das heißt, Drogen wurden vorher nicht mehr als ein soziales Problem wahrgenommen, die sozialen Ursachen, Konsum und so weiter, das verschwand eigentlich immer mehr, sondern primär als ein Problem des Raums. Und in kriminologischen Standardwerken dieser Zeit findet sich das ganz deutlich wieder in so einer ganz ausgeprägten Kriegs- und auch Raum- und Seuchenmetaphorik. Also Flug- und Seehäfen zum Beispiel so als Importplätze galten als, Zitat, Ansteckungsherde mit Auslandsbezug. Also da haben sie so diese Seuchenmetapher sehr klar drin, auch dieser Bezug zum Ausland. Und davon ausgehend wurde dann eine ganze Gegengesellschaft in Form von so geografischen Netzwerken ausgemacht. Es kommen eine Reihe Zitate, ich spare mir mal ständig diese Anführungszeichen hier zu machen. Also diese Gegengesellschaft umfasste Politkommunen, ebenso wie Diskotheken, Jugendfestivals, Bohemzirkel von Intellektuellen, Treffpunkte von Gastarbeitern, großstädtische Vergnügungszentren sowie Zigeuner- oder Homosexuellenkreise. Und um diese sozialen Infektionsherde einzudämmen, müssten neben der Polizei dann auch Jugendschutztrupps an die Drogenfront entsandt werden. Also Sie sehen, neben dieser sehr ausgeprägten militärischen Metaphorik haben Sie da so eine Gegengesellschaft, wo so ganz viele damals aktuelle Themen verhandelt werden und wo so eine ganze Bandbreite von gesellschaftlichen Normen ging, wo also gesagt wurde, es gibt quasi so eine normale Gesellschaft und davon abweichend gibt es ganz viele Gruppen, zu denen können linke Intellektuelle gehören, Homosexuelle, Ausländer und so weiter. Und das findet sich alles in diesem Dunstkreis von der Drogenszene wieder. Und das heißt, der Drogendiskurs ist eigentlich seit den 60er, 70er Jahren immer ein Diskurs gewesen, wo es darum ging, dass sich eine Gesellschaft darüber verständigt hat, wer sie eigentlich ist, wer zu dieser Gesellschaft dazugehört und wer eben nicht mehr zu dieser Gesellschaft dazugehört. Das zeigte sich dann auch auf einer symbolischen Ebene. Also spätestens seit Mitte der 70er Jahre waren Drogen eigentlich, also illegalisierte Drogen, in Westdeutschland und Westberlin omnipräsent. Also Provinz oder Großstadt, Kreuzberg oder Zehlendorf, in Diskos oder Schulen, Drogen konnten prinzipiell überall gehandelt und konsumiert werden. Und das war natürlich bedrohlich, wenn jetzt so dieses illegale, auch mit durchaus Ängsten verbundene Drogenthema, die Drogen überall waren. Und quasi als Gegenbewegung, wenn Sie so wollen, wurden dann einige wenige Orte zu besonders gefährlichen Orten des Drogenkonsums stilisiert. Und für Berlin, aber auch für die gesamte Bundesrepublik, war das natürlich der Bahnhof Zoo. Also das kennen Sie bestimmt alle, Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo und auch ich in meiner Kindheit, für mich war das einfach so Drogen. Das Erste, was einem eingefallen ist, war, das ist es am Bahnhof Zoo. Völlig unabhängig davon, dass Drogen natürlich überall zu finden waren. Und der Grund, warum es diese Orte, warum diese symbolischen Orte so wichtig waren, war, dass sie eine entlastende Funktion hatten. Denn wer jetzt zum Beispiel das eigene Kind vor Drogen schützen wollte, musste jetzt quasi nur dafür sorgen, dass es sich nicht mehr an diese gefährlichen Orte begab. Man konnte ja nicht sein Kind nicht mehr zur Schule schicken, konnte jetzt auch nicht verhindern, dass das Kind sich mit Freundinnen und Freunden traf und da mit Drogen in Kontakt kam. Aber wenn man Drogen als etwas verstand, was nur an bestimmten Orten stattfand, dann konnte man sein Kind zumindest vermeintlich davor schützen.
Was folgt jetzt aber aus dieser Verräumlichung, wenn man so will, des Drogenkonsums für die Politik? Also aus der Vorstellung von so Seuchenzentren und Infektionsherden sowie einer Front im Krieg gegen die harten Drogen ergaben sich jetzt ganz neue Wege, um das Problem des Drogenkonsums zu regieren. Also dieser harte Kern, den ich schon erwähnt habe, wurde zum Fall der Polizei, die dann oftmals auch auf mediale oder zivilgesellschaftliche Aufrufe reagierte, diese lokalen Treffpunkte der Drogenszene aufzulösen. Und das ist ganz wichtig, das ist ein ganz typischer Mechanismus, der sich überall wiederfindet. Der lässt sich jetzt nicht immer so im Einzelnen nachweisen, weil wir über Sachen reden, die jetzt auch noch nicht so lange her sind. Das heißt, viele Akten sind einfach noch nicht zugänglich. Ich habe einfach mal ein Beispiel aus Zürich mitgebracht, weil ich da an die Akten rangekommen bin. Das ist aber tatsächlich typisch und da gibt es so eine Interpellation, also so eine Anfrage an den Gemeinderat von Zürich von einem Abgeordneten der SVP und 6 Mitunterzeichnern. Das sind Gewerbetreibende aus Zürich. Und in dieser Anfrage heißt es, wie allgemein bekannt ist, bestehen an der Uferpromenade Riviera, also der bevorzugte Treffpunkt der Drogenszene zu der Zeit, direkt am Züricher See, für die Öffentlichkeit zeitweise unzumutbare Verhältnisse. In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen. Erstens, wie gedenkt der Stadtrat, den Drogenumschlag an der Riviera wirksamer zu bekämpfen? Zweitens, ab wann wird die Riviera der Öffentlichkeit wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen? Und das sind ja Argumentationsmuster und Fragen, die Ihnen vielleicht bekannt vorkommen. Der Aufruf, der dann auch befolgt wurde, ist, dass eben die Polizei diese Szene an der Riviera verstärkt kontrolliert hat. Das heißt aber, dass alle Leute, die so aussahen, als würden sie zu dieser Szene gehören, kontrolliert wurden. Ein enormer Eingriff in bürgerliche Freiheiten, der aber gerechtfertigt wurde dadurch, dass hier ein Gegensatz aufgemacht worden ist zwischen einem anonymen Drogenumschlag, also da spielen Personen offensichtlich gar keine Rolle, sondern so ein anonymisierter Drogenumschlag auf der einen Seite und die Öffentlichkeit auf der anderen Seite, denn es wird ja quasi in der Argumentation aufgemacht, dass die Leute, die sich da treffen, Teil der Drogenszene sind, nicht Teil der Öffentlichkeit sind, sondern die gehören nicht zur Gesellschaft, die Öffentlichkeit ist irgendwie jemand anderes. Und dieser Vorgang hier in Zürich ist insofern typisch, auch wenn man sich die Presseberichte aus der Zeit anguckt, dass es eben hier nicht so sehr um Straftaten ging, die verfolgt oder verhindert wurden, sondern dass die Anwesenheit einer bestimmten Szene, einer bestimmten sozialen Gruppe, die Abwesenheit sozialer Kontrolle im öffentlichen Raum symbolisiert hat. Also einerseits gibt es natürlich das Profitinteresse der Gewerbetreibenden hier, aber das, wenn man auch noch mal weiter in die Presse guckt, was tatsächlich die Leute beunruhigt und auf die Palme bringt, ist weniger die Tatsache, dass Straftaten begangen werden, sondern dass da diese Gruppe ist und irgendwie wird dann gesagt, so, da entsteht so ein rechtsfreier Raum und die soziale Kontrolle ist nicht gewährleistet und das muss irgendwie in den Griff bekommen werden. Und das sichtbare Elend, denn wir reden hier in dem Fall von einer Heroinszene, das sichtbare Elend der Menschen verstärkte dann noch das Unbehagen bei Teilen der Bevölkerung, die deshalb ebenfalls nach mehr Polizeipräsenz verlangte. Die Drogenszene wurde dann im Folgenden sehr intensiv polizeilich kontrolliert, was verheerende Folgen für die Abhängigen hatte. Also der Stress stieg ebenso wie die Todesrate an. Ich will jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Aber ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, also die Stadt Zürich hat dann kurze Zeit später dann auch noch den Verkauf von Spritzen verboten. Also wenn Apotheken oder Ärzte das sterile Spritzbesteck abgegeben hätten, hätten sie strafbar gemacht. Und dadurch stiegen dann die Infektionszahlen mit Hepatitis, später auch mit HIV, das können Sie sicher ausmalen. Die Szene konnte so aber keinesfalls aufgelöst oder auch nur verkleinert werden. Sie bewegte sich nur von einem Ort zum anderen, während die Konsumentinnen eben zunehmend verelendeten. Das heißt, auf den ersten Blick brachte diese polizeiliche Kontrolle nicht den erwünschten Effekt. Unter dem Druck polizeilicher Razzien dezentralisierten sich die Drogenszenen zunehmend. Und das brachte dann neue Probleme mit. Denn vorher hatte man ja wenigstens gewusst, wo sich die Szene aufhält, wer Teil dieser Szene ist. Man wusste auch so ungefähr, was da passiert. Aber in dem Moment, wo man die Polizei hinschickte, zerstreute sich die Szene und man wusste jetzt, okay, es gibt die offensichtlich noch, wir wissen aber gar nicht mehr, wo die sich aufhält und was da genau passiert. Und das war dann natürlich ebenfalls beunruhigend. Und hier haben Sie dann ein Beispiel aus der Frankfurter Rundschau vom Juli 1980. Frankfurt hatte genau dieselbe polizeiliche Strategie eingeleitet und dann titelt die FR kurze Zeit später: Die Drogenszene verschwindet in Wohnungen, Toiletten im Umland, Polizisten hilflos. Also Sie sehen ja auch diese beiden Polizeibeamten da, oder es gibt ja sogar 4 Polizeibeamte, die so ein bisschen ratlos offensichtlich in dieser Situation da herumstehen. Und das heißt, es gab ja offensichtlich ein Dilemma mit dieser repressiven Politik, wenn man Drogen nicht als soziales, sondern als räumliches Problem und als ordnungspolitisches Problem verstand.
Denn die Polizei konnte durch Auflösung der Szene Handlungswillen und Handlungsmacht zwar demonstrieren, und das hat sie auch getan. Das wurde dann auch teilweise entsprechend in Szene gesetzt und Bilder produziert, die dann medial verbreitet wurden. Also hier haben sie so eine Rauschgift-Razzia in West-Berlin, also wo man das einfach sieht mit den gezogenen Pistolen und so weiter. Also diese ganze Darstellung sagt, wir tun etwas. Aber wenn öffentliche Treffpunkte erst einmal aufgelöst waren, dann machte sich eben diese Hilflosigkeit breit und die Polizei erschien als hilflos. Und umgekehrt, wenn man die Szene wieder zuließ und eine Konzentration am Ort zuließ, dann hatte man die Szene zwar weiter unter Kontrolle, das erschien in den Augen der Öffentlichkeit dann aber als Ergebnis einer untätigen oder gar unfähigen Politik und Polizei. Trotzdem muss man sagen, dass diese Strategie nicht gescheitert ist, sie war auf einer ganz anderen Ebene erfolgreich, denn dadurch, durch dieses ständige Hin und Her, dieses Wechselspiel, wurde eine ständige Handlungsanweisung an die Polizei gestellt. Und das heißt, die Polizei wurde zur ersten Instanz zur Bekämpfung des Drogenproblems, nicht soziale Arbeit oder Medizin, sondern die Polizei. Und es bestätigte gleichzeitig die Annahme, dass Drogen eben etwas ist, was primär ein räumliches Problem ist. Und so etwas wie sinkende Zahlen von Abhängigen oder Verbesserung der Lebenssituation von Drogenkonsumenten spielen in dieser Rechnung dann eben auch gar keine Rolle. Sicherheit und Unsicherheit wurden so gleichermaßen produziert, denn die polizeiliche Kontrolle dieser zentralen Treffpunkte trug ja in wesentlichem Maße zu ihrer Wahrnehmung als gefährliche Gegenorte bei. Und das ist ja was, was sie heute auch immer noch zum Beispiel bei der Kameraüberwachung von öffentlichen Räumen haben. Man weiß ja nie, soll man sich jetzt sicher fühlen, weil da eine Kamera ist, oder soll man sich im Gegenteil unsicherer fühlen, weil die Kamera darauf hinweist, dass man sich offensichtlich an einem gefährlichen Ort befindet. Und da haben sie quasi so die historischen Anfänge davon. Eine Sache ist hier ganz zentral und wichtig, dass man sie im Hinterkopf behält, dass es eben bei diesen polizeilichen Kontrollen nicht darum ging und auch heute nicht darum geht, Straftaten zu verhindern oder zu verfolgen, sondern darum, ein bestimmtes, normgerechtes Verhalten im öffentlichen Raum durchzusetzen. Das zeigt sich etwa relativ gut am Beispiel Hamburgs, wo seit Mitte der 90er Jahre ja der Vorplatz des zur Konsummeile umfunktionierten Hauptbahnhofs nicht nur mit klassischer Musik beschallt wurde, einige von Ihnen werden das kennen, um so die nichtbürgerlichen Teile des Publikums da zu vertreiben, sondern da wurden auch großzügig Platzverweise verteilt. Und ich habe Ihnen mal einen mitgebracht aus den Archiven. Also das ist so ein typischer Platzverweis von Mitte, Ende der 90er Jahre. Und Sie sehen unten diesen Ausschnitt aus dem Stadtplan. Das ist eben Bereich um den Hauptbahnhof, für den dann ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen wurde. Und oben sehen Sie die Begründung, da heißt es, aufgrund Ihres Aufenthaltes, / Verhaltens in der Drogenszene wurde gegen Sie ein Platzverweis ausgesprochen. Und das heißt, es geht hier nicht um eine Straftat. Es wird keine Straftat verfolgt, es wird keine Strafe ausgesprochen, sondern es geht um den Aufenthalt in einer bestimmten Szene und das Verhalten an einem bestimmten Ort. Und das heißt, der Kampf gegen die Drogenszene ist prinzipiell ein Kampf zur Durchsetzung bürgerlicher Normen, der dann eben auch im Prinzip alle Bürgerinnen und Bürger trifft, die ihr Verhalten in diesen öffentlichen Räumen entsprechend anpassen müssen. Dass das alle Bürgerinnen und Bürger betrifft, muss man sofort wieder einschränken. Das stimmt zwar im Endeffekt, aber zunächst mal trifft es eben solche Gruppen, die von der bürgerlichen Norm abweichen, beziehungsweise solche Verhaltensweisen, die das Funktionieren öffentlicher Räume vermeintlich stören. Und bei den gerade gezeigten Platzverweisen traf das vor allem auf People of Color zu, also Migrantinnen und Migranten. Einige von Ihnen werden sich vielleicht erinnern, das ist die Zeit, als der damalige Innensenator in Hamburg, Ronald Schill, seinen Wahlkampf unter anderem gegen die sogenannten schwarzafrikanischen Straßendealer geführt hat. Und damit bin ich dann auch beim zweiten Punkt, nämlich der Frage des Rassismus in diesem Drogendiskurs. Das, was hier passiert ist, also auch im Görlitzer Park, können Sie ja nicht einfach die Drogenhändler kontrollieren und vertreiben, sondern nur Leute, die man dieser Gruppe zuordnet. Und das heißt, von polizeilichen Razzien an diesem Ort sind daher prinzipiell alle Menschen schwarzer Hautfarbe betroffen, die sich in diesem Park aufhalten, völlig unabhängig davon, ob sie in den Drogenhandel involviert sind oder nicht. Und das ist erstmal wichtig festzustellen. Und diese Verknüpfung von Drogendiskurs und Migration ist auch gar nichts Neues, sondern hat im Gegenteil eine sehr lange Tradition. Also diese Ansteckungsherde mit Auslandsbezug, die ich erwähnt habe, fallen da ja schon mit rein. Wie sieht es jetzt aber damit tatsächlich konkret aus? Also zunächst mal ist hier festzustellen, dass die ersten dieser illegalisierten Drogen, über die wir hier sprechen, also vor allem in meinem Fall, dass ich spreche, Cannabis und aber auch Opiate wie Heroin,
Die ersten dieser illegalisierten Drogen sind von deutschen Jugendlichen nach Deutschland eingeführt worden. Also es gab den sogenannten Hippie Trail von Afghanistan, Indien nach Deutschland und oder von Marokko. Und wer da jetzt hinfuhr, um Erleuchtung zu suchen oder was auch immer, der brachte eben diese Drogen mit nach Deutschland und verteilte sie im Freundeskreis. Auch Apothekeneinbrüche stellten in den frühen 70er Jahren keine Seltenheit dar, um eben an diese Substanzen, diese Rauschsubstanzen zu gelangen. Und erst später wurde dann ein Teil des Zwischenhandels von Nichtdeutschen organisiert, um die schon bestehenden Absatzmärkte zu beliefern. Im Gegensatz dazu war jedoch in der öffentlichen und polizeilichen Wahrnehmung waren Drogen eigentlich immer schon mit dem Fremden verknüpft. Also die Polizei, auch die Kriminologie beschuldigte zunächst vor allem sogenannte Gastarbeiter, aber auch afroamerikanische GIs oder französische Soldaten marokkanischer Herkunft, die in Deutschland stationiert waren, diese Drogen importiert zu haben. Und diese Verknüpfung von Drogen und Migrationsdiskurs war natürlich sehr ambivalent, denn einerseits machte sie Migration noch zu was viel Bedrohlicherem, als es für viele Deutsche eh schon war. Und gleichzeitig, wenn Sie wollen, auf der positiven Seite der Rechnung hatte das aber auch eine entlastende Funktion, weil die Ursachen für den Drogenkonsum deutscher Jugendlicher ausgelagert werden konnten. Das half dann eben, dass drogenkonsumierende Jugendliche vorwiegend als Opfer wahrgenommen werden konnten und nicht als Täter. Täter waren dann die Ausländer. Als Nebenprodukt, wenn man so will, konnte so auch für eine Einschränkung des Asylrechts argumentiert werden. Also besonders ab 1980 gibt es da schon so einen ersten sehr stark rassistisch aufgeladenen Diskurs, der sich an steigenden Flüchtlingszahlen festmachte. Und da wurde unter anderem behauptet, viele AsylbewerberInnen kämen nur deshalb nach Deutschland, um hier mit Drogenhandel reich zu werden, womöglich sogar, um mit diesem Geld dann wiederum terroristische Aktivitäten zu finanzieren. Also das ist was, was besonders Kurdinnen und Kurden betraf, die vor dem Militärputsch in der Türkei geflohen waren. Es lassen sich ganz viele Beispiele für diese Verknüpfung finden, also zum Beispiel auch auf so einer räumlichen Ebene Bezirke wie Kreuzberg dann als Ghetto beschrieben worden sind, in dem ausländische Dealer vermeintlich Unterschlupf finden, also das ist sowas, was man ganz oft in dieser Zeit hört. Ich will da nicht weiter darauf eingehen. Wichtig, denke ich, sind hier in dieser Verknüpfung zwei Dinge. Erstens, die Tradition der Zuschreibung von Kriminalität entlang ethnischer und rassistischer Kategorien, die hier stattfindet und die eine ganz lange Tradition hat und die eben auch ein großes Unbehagen auslösen kann angesichts einer Gruppe, die eben seit Jahrzehnten mit Kriminalität in Verbindung gebracht wird. Und Razzien an diesen Orten, zum Beispiel am Görlitzer Park, helfen nicht, diese Angst loszuwerden, sondern sie verstärken eben noch den Angst, scheinen zu bestätigen, dass es hier um eine Gruppe geht, die eben mit Kriminalität zu tun hat. Und der zweite Aspekt ist, dass Drogen als etwas gesehen werden, das immer von außen kommt, das etwas Fremdes ist, was nicht zur Gesellschaft oder zu unserer Gesellschaft gehört. Interessant aber ist, es gibt da so einen ganz interessanten Geschlechteraspekt noch, dass es vor allem deutsche Mädchen und junge Frauen waren, die in diesem Diskurs die Rolle der bedrohten Nationen einnahmen. Also es gibt ganz viele sexuelle Konnotationen in diesem Diskurs, vor allem in Berichten über Schmuggeldienste deutscher Frauen für ausländische Dealer, die den Stoff dann in ihrer Unterwäsche oder gar in ihrer Vagina schmuggelten und versteckten. Da heißt es etwa in einem Spiegelartikel von 79 mit dem bezeichnenden Titel Drogenszene, alles wie im Dschungel, über afrikanische Drogenhändler, Zitat. Süchtige Prostituierte zogen sie an durch Charme und Schick. Die Dirnen dankten den neuen Umgang, den netten Umgang durch bereitwilligen Dienst beim Herointransport, Zitat. Also auch hier sehen Sie wieder, wie so gesellschaftliche Normvorstellungen da eine ganz große Rolle spielen, denn die Message dahinter ist natürlich, dass ein gutes deutsches Mädchen sich nicht mit Schwarzen einlässt. Damit bin ich beim nächsten Punkt, der Verführung Minderjähriger, in diesem Fall zu Drogen. Auch das ist ein ganz altes Motiv, das mit den Diskursen über Migration und öffentliche Räume verbunden ist. Also zu Migration habe ich ja gerade schon ganz viel gesagt. Die Idee von sozialen Ansteckungsherden spielte da eine große Rolle, aber auch Jugend als ein Krisenstadium ist da ganz wichtig. Denken Sie nur wieder an den Bahnhof Zoo. Die Mehrheit der Leute, die sich da aufhielt in dieser Drogenszene, war so Anfang, Mitte 20. Das mediale Produkt heißt aber die Kinder vom Bahnhof Zoo. Das heißt, wird so eine unschuldige Jugend da konstruiert, die es so gar nicht gibt, die dann aber als umso bedrohlicher erscheint. Und das wird zum Beispiel in dieser Werbeanzeige ganz deutlich für das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ist im Stern erschienen. Und Sie sehen, die Schlagzeile, eigentlich wollten wir nur Liebe und Zärtlichkeit, also ganz unschuldig. Wer die Bravo-Rubrik noch kennt, Liebe, Sex und Zärtlichkeit, weiß, was hier so quasi ausgeblendet wird. Und das Ergebnis ist dann das Leben eines Mädchens, das dem Heroin verfiel. Also auch da wieder so diese Idee der Verführung.
Genau, und es gibt ganz viele Beispiele, die in solche Richtungen gehen, auch aus dem kriminologischen Fachdiskurs, aber das soll an dieser Stelle vielleicht ausreichen. Die interessante Frage ist ja vielleicht eher, welchen Realitätsgehalt solche Vorstellungen von der Verführung Jugendlicher zu Drogen haben. Und die Forschung hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich genau mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Also warum greifen vor allem Jugendliche zu illegalisierten Drogen? Und hier zeigt sich ganz klar, dass Drogen also zunächst grundsätzlich im Freundeskreis konsumiert werden. Erst wenn hier das Setting stimmt, also positive Gefühle mit diesem Konsum verknüpft werden können, Gruppenzugehörigkeit hergestellt werden kann und so weiter, dann werden Jugendliche weiterhin zu solchen Rauschmitteln greifen. Es spielt auch gar keine Rolle, ob die legal oder illegal sind, ob es sich um Zigaretten, um Alkohol oder Cannabis handelt. Jugendliche greifen hingegen nicht zu Drogen und werden womöglich auch noch direkt abhängig von ihnen, weil ihnen ein Fremder in einem Park diese angeboten hat. Und darüber hinaus darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass Drogenkonsum ja auch ein Mittel ist, um tatsächlich erwachsen zu werden und mit der Kindheit abzuschließen. Auch hier, ob Alkohol oder Cannabis, spielt gar keine Rolle. Drogenkonsum ist insofern nicht Zeichen einer gescheiterten Sozialisation, sondern eines erfolgreichen Erwachsenwerdprozesses. Ein Vorgang, der jedoch verständlicherweise gerade bei Eltern auch mit Ängsten verbunden ist. Und die Idee von der Verführung an bestimmten Räumen erlaubt es, diese Ängste eben einzudämmen, auch wenn sie de facto nicht darüber entscheiden, ob und wann und in welchem Ausmaß ein Mensch tatsächlich zu Drogen greift. So, wenn nun der Kampf gegen die Drogenszene ein bürgerliches Projekt um städtische Räume ist und die ganzen Forschungen so eine lange Geschichte haben, die mit rassistischen Diskursen und neoliberalen Regierungsweisen und so weiter zusammenhängen, dann stellt sich die Frage, und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, gibt es überhaupt sowas wie eine Kreuzberger Spezifik? Macht es einen Unterschied, dass wir uns hier in einem sich als alternativ und rebellisch verstehenden Stadtteil befinden? Das wurde am Anfang schon erwähnt, das macht wahrscheinlich insofern schon einen Unterschied, als dass diese Debatte in einer solchen Heftigkeit und an einem solchen Ort hier geführt wird und nicht an anderen Orten. Trotzdem lohnt es sich, sich die Geschichte der Berliner Hausbewegung unter diesen Aspekten einmal anzugucken, denn hier ging es ja genau um die Frage, wie urbaner Raum anders zu organisieren sei. Hier waren genau diese Vorstellungen von Rebellentum und Stadt miteinander verknüpft. Und um es gleich vorweg zu nehmen, die Antwort auf die Frage, macht es einen Unterschied? Ich denke, dass es kaum einen Unterschied machte, dass es sich hier um ein linkes, linksalternatives, linksradikales Milieu gehandelt hat. Drogen waren, vielleicht so ganz kurz vorweg, also seit den 60er Jahren stets sehr eng mit politischem Protest und auch jugendlicher Subkultur verknüpft gewesen, also beginnend mit der Hippie-Bewegung und dem Konsum von Cannabis und LSD. Das größte Medienecho gab es auch hier schon in den 60er Jahren, vor allem durch den offen zur Schau gestellten Konsum und nicht durch steigende Nutzerzahlen. Also hier haben Sie so ein Beispiel von so einem sogenannten Smoke-In im Tiergarten Ende der 60er Jahre. Und das ist genau das, was das Medienecho hervorruft. Auch da haben Sie wieder oben links so einen einzelnen Polizisten. Und in dieser Bildsprache ist eben halt genau hier wieder diese Abwesenheit sozialer Kontrolle, sozialer Ordnung, die Ablehnung gesellschaftlicher Werte. Also die hier anwesend wurden ja auch als Gammler bezeichnet, also die Ablehnung des Arbeitsethos spielte da eine ganz große Rolle. Also es gibt so eine ganz lange Tradition von Drogenkonsum und jugendlicher Protestkultur, nennen wir es mal so. Wie sah es in der Besetzerszene aus? Dazu habe ich einen ganz kleinen Filmausschnitt mitgebracht. Und zwar handelt es sich um einen Ausschnitt eines Interviews, das der Sender Freies Berlin mit einem jungen Besetzer namens Klaus-Jürgen Rathey geführt hat, Anfang der 80er Jahre. Einige von Ihnen werden den Namen kennen. Klaus-Jürgen Rathey war ein junger Mann aus Westdeutschland, der nach West-Berlin gekommen ist, Anfang der 80er, um hier an der Hausbesetzerszene teilzunehmen. Ist zu trauriger Berühmtheit gelangt, weil wenige Tage nach diesem Interview mehrere Räumungen stattfanden und bei anschließenden Protesten sind Demonstranten von der Polizei in den fließenden Verkehr getrieben worden, Potsdamer Ecke-Gulo-Straße. Klaus-Jürgen Rathey ist da unter den Bus gekommen und dann auch vor Ort gestorben. Das hat mit dem, was wir uns jetzt hier angucken, insofern was zu tun, als dass es vielleicht erklärt, warum dieser Interviewausschnitt öffentlich verfügbar ist. Aber ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein. Also SFB-Interview mit Klaus-Jürgen Rathey vom September 81. Ja, ich bin nach Berlin gekommen, um mir einfach mal teilzunehmen an der Hausbesetzung und so weiter, weil das für sehr interessiert war und bin aus dem Gesetz auszustehen, weil ich keinen Bock hatte, weiterhin zu arbeiten. Und weil wir sehr zerstehen, weil man dauernd unterdrückt wird
von anderen Wichsern am Arbeitsplatz vom Meister oder so. Das habe ich auch gar keinen Bock, irgendwie zu arbeiten. Ich habe von der Straße gelebt und ich bin jetzt seit 1,5 Monaten hier. Was ist es, was du gut findest? Dass die Leute so zusammenhalten, dass wahrscheinlich viel gekifft wird, war das. Ja, das muss man auch mal sagen, weil das finde ich auch gut, dass eines Tages mal legalisiert wird, der Schüchler. Ja, also, dass unwahrscheinlich viel gekifft wird. Sie sehen, Drogen scheinen einen gewissen Anziehungsfaktor auch für die Hausbesetzer-Szene dargestellt zu haben. Die Taz schrieb dazu auch im Februar 82, Zitat, bei den Hausbesetzern und in der ganzen Bewegung spielen Drogen vom Bier bis zum Heroin keine unbedeutende Rolle, Zitat. Also einmal quer durch die Apotheke war offensichtlich alles hier vorhanden. Das spielte erstmal gar keine große Rolle für die Besetzerszene. Der Zusammenhang zwischen Hausbesetzung, Drogenkonsum und öffentlichem Raum wurde hier vor allem sehr intensiv, aber auch sehr kurz im Winter 81-82 diskutiert. Also nach dem Tod Ratheis, der durchaus auch Ohnmacht und Wutgefühle ausgelöst hat. Es gab so eine gewisse Frustration, sehr scharfe interne Konflikte. Und das führte offensichtlich, so nahmen es zumindest Aktivistinnen und Aktivisten, war zu einem erhöhten Konsum von Alkohol, Cannabis und Heroin, während gleichzeitig politische Aktivitäten merklich abnahmen. Die Radikal etwa schrieb dazu, Zitat, vom Hunger und der eigenen Hilflosigkeit geplagt, fliehen viele Kinder der Revolte zu Mama und ihrem Kochtopf. Wo wir diese Sicherheit nicht haben, grasen wir verzweifelt die beinahe abgefressene Weide alternativer Wohltätigkeit ab. Kein Wunder also, dass die letzte Mark in Alkohol umgesetzt wird. Neu auf dem Speisezettel ist das Heroin, doch spätestens da ist mit jeder Selbstbestimmung radikal Sense. Zitat Ende. Aufgrund der eigenen Vorstellung von Selbstbestimmung und Autonomie wurde dann eine Grenze zwischen nicht legalen und illegalen, sondern zwischen legitimen und illegitimen Drogen gezogen. Alkohol und Cannabis, das ist so das Ergebnis, ich fasse das jetzt sehr kurz zusammen, Alkohol und Cannabis galten weiterhin als legitim erlaubt, da sie weiterhin zur aktiven Teilnahme in der Bewegung befähigten, und Heroin wurde dann aber ausgeschlossen. Und das ist ja was, was also ganz ähnlich funktioniert wie die offizielle Drogenpolitik, nur dass die Grenzziehung anders verläuft, dass Cannabis eben legitim ist, während in der offiziellen Grenzziehung die Grenze zwischen Alkohol und Cannabis verläuft. Aber diese für uns jetzt mittlerweile selbstverständliche Trennung zwischen weichen und harten Drogen ist natürlich genauso willkürlich wie in der offiziellen Drogenpolitik. Zu einem gewissen Grad profitiert die Szene auch ökonomisch von einer solchen Grenzziehung. Denn schließlich lebten Besetzer Kneipen vorwiegend vom Alkoholkonsum der Besucherinnen, während der Anbau und Verkauf von Cannabis als durchaus probates Mittel galt, um eben keiner geregelten Erwerbsarbeit nachgehen zu müssen. Was wichtig ist, ist, dass durch diese Grenzziehung und durch dieses Reden über Substanzen es eben keine Debatte um eigene Konsumgewohnheiten mehr gab. Also die ist dadurch dann relativ schnell abgewürgt worden, weil es dann nicht mehr um eigenes Verhaltensweisen ging, sondern man konnte sagen, okay, solange jemand nicht Heroin nimmt, ist alles in Ordnung. Sobald jemand Heroin nimmt, ist halt Schluss. Sehr vereinfacht gesagt. Parallel zu diesem zumindest wahrgenommenen gestiegenen Drogenkonsum innerhalb der BesetzerInnen-Szene beobachten Teile dieser Szene noch eine weitere beunruhigende Entwicklung. Ende 81 hatte die Polizei einen großen Treffpunkt der Berliner Heroinszene an der Bülowstraße aufgelöst und zeitgleich bemerkten Besetzerinnen eine erhöhte Sichtbarkeit von Heroinabhängigen am Cottbus hervor. Und die Besetzerinnen vermuteten jetzt dahinter eine gezielte Strategie des Staates, um die Heroinszene nach Kreuzberg zu treiben. In einem Flyer heißt es dazu, etwa unter dem Titel Heroin vom Staat in Kreuzberg, Zitat, warum gerade Kreuzberg? Da die wirtschaftlich-politischen Interessen der Bonzen, die hier ein zweites märkisches Viertel aufbauen wollten, am Widerstand der Mieterläden, Häuserkämpfer und Blockstrukturen gescheitert ist und eine Zerschlagung der Bewegung durch Knüppel und Knast nicht möglich war, greifen sie jetzt zur altbewährten Waffe Droge. Eine gefestigte Rauschgiftszene vor unserer Haustür würde unsere aufgebauten Lebensstrukturen sehr schnell angreifen und auffressen. Zitat Ende. Ob es jetzt so eine gezielte Strategie gab, die Szene nach Kreuzberg zu treiben, ist nicht klar. Ich persönlich halte es für extrem unwahrscheinlich. Außerdem hat es hier in Kreuzberg auch seit Anfang der 70er Jahre schon lokale Szenen gegeben, vor allem in der Hasenheide, aber auch im Umfeld bestimmter Kneipen hier in der Gegend. Ich glaube, wahrscheinlicher ist, dass es einfach eine erhöhte Aufmerksamkeit innerhalb der Szene gab, weil es eben diese Debatte um den eigenen Drogenkonsum schon gegeben hatte, die dazu eben führte. Darüber können wir dann ja. Ich
finde das aber auch, ob das jetzt tatsächlich so eine Strategie war oder nicht, finde ich, ist gar nicht entscheidend. Das werden wir heute auch nicht klären können. Entscheidend war die Argumentation der Besetzerin, wonach Heroin als Waffe eingesetzt würde, und zwar gegen die Bewegung und gegen das gesamte Viertel. Dahinter steckte einerseits das bereits bekannte Motiv der Verführung, also Besetzerinnen würden süchtig gemacht, indem staatliche Agenten ihnen Drogen anbieten. Aber das Bild hatte auch eine starke räumliche Komponente, denn allein die Anwesenheit einer Szene im Viertel wurde ja bereits als Bedrohung empfunden. Das heißt, eine befestigte Rauschgiftszene vor unserer Haustür würde unsere aufgebauten Lebensstrukturen schnell angreifen und auffressen. Es wurde sogar, und das finde ich entbehrt ja auch nicht einer gewissen Ironie, nach mehr Polizei gerufen, nicht so ganz eindeutig, aber auch bei Podiumsdiskussionen im Frontkino hier in der Waldemarstraße hieß es da unter anderem, Zitat, wir wollen nicht, dass die RD-Bullen, also das Rauschgiftdezernat, hier verstärkt im Kiez auftauchen und dann womöglich die kleinen Kiffer drangsalieren. Aber trotzdem muss man in diesem Zusammenhang von passiver Begünstigung sprechen. Zitat. Und die Taz sekundierte, Zitat, wenn es denen gelingt, die Age-Szene hier in den Kiez zu bringen, geht er kaputt. Zitat Ende. Unklar blieb sowohl, wer sie eigentlich waren, wer also genau hinter dieser Strategie steckte, als auch die Frage, wie genau denn eine Ansammlung von Heroinsüchtigen am Kotti nun in der Lage wäre, den Kiez zu zerstören und was das überhaupt bedeutete. Und das zeigt sich auch in Postern aus der Besetzerbewegung. Also hier haben sie so eins, Widerstand vernichten oder den Volkskrieg zu riskieren, ihre Strategie Heroin in die Ghettos, also es ist genau diese Idee von Heroin als Waffe. Da haben sie auf der linken Seite, haben sie dann quasi den Stadtteil mit den rebellischen, politisch aktiven Leuten. Auf der anderen Seite haben sie dann diese Hand, die die Drogen anbietet. Im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, dieses Halbrunde, das ist der War Room aus Stanley Kubricks Dr. Seltsam, also das Herz des US-Imperialismus. Und in so einer anti-imperialistischen Lesart ist dann klar, wenn es hier in Kreuzberg Drogen gibt, am Ende dieser langen Kette steht die USA und steht die CIA, der dann Schuld daran hat. Daraus folgte aber dann ganz klar, dass sich die Besetzerin-Szene also offensichtlich zusammen mit dem ganzen Kiez gegen diese Strategie wehren musste. Und das sieht man auch an diesem Poster recht deutlich. Kiez gegen Heroin heißt es da. Und man sieht so dieses Schwein im Anzug, wo man jetzt auch nicht weiß, sind das jetzt, ist das jetzt der Verfassungsschutz, sind das die Immobilienspekulanten und Kapitalisten, das weiß man nicht so genau. Aber man sieht, dieses Schwein hat diese große Spritze mit Heroin offensichtlich, die sie an das besetzte Haus ansetzt, um es damit anzugreifen. Und das besetzte Haus wehrt sich aber mit diesem Knüppel unter dem Dach. Aber es ist natürlich ganz offensichtlich, dass wenn wir über Drogenkonsum als Problem sprechen, dass Knüppel dann keine adäquate Lösungsmöglichkeit sein kann. Was hieß das für die politische Praxis? Das konnte verschiedene Auswirkungen haben. Eine will ich kurz erwähnen, weil sie, glaube ich, in diesem Migrations- und Rassismusdiskurs gut reinpasst. Also eine autonome Gruppe attackierte im Dezember 81 etwa drei türkische Reisebüros, von denen sie vermutete, dass sie in Rauschgifthandel verstrickt seien, mit Farbbeuteln, Stinkbomben und in einem Fall auch mit einem Molotow-Cocktail. Und in der konkreten historischen Situation, also denken Sie an diesen rassistischen Diskurs um das Asylrecht, aber auch das Erstarken der neuen Rechten, eine zumindest äußerst unsensible Aktion, wie ich finde. Dahinter, Sie sehen aber, was sich darin spiegelt, ist auch wieder diese Idee, dass Drogen etwas ist, was nicht von innen kommt, sondern von außen. Konkret politisch bedeutet das auch, dass diejenigen Teile der Besetzerbewegung, die Heroin konsumierten, tendenziell aus den besetzten Häusern rausgeschmissen wurden. Nicht so eindeutig, auch also höchst umstritten, aber als Tendenz lässt sich das feststellen. Und auch im Umfeld besetzter Häuser wurden Heroinabhängige teilweise ebenfalls vertrieben, auch wenn sich diese Vertreibung dann gerne als Konsens ausgab. So heißt es etwa in einem Bericht eines Hausbesetzers und Taz-Redakteurs im Kursbuch, Zitat, die Fixer, die an der nächsten Ecke ihre Szenen haben, wissen mittlerweile Bescheid. Kein Druck in unserem Garten. Die Idee vom Heroin als Waffe zur Zerstörung des Viertels brachte Heroinkonsumenten dann in eine äußerst prekäre Lage. Denn einerseits waren sie zwar Opfer des Systems, also der Schweine, andererseits waren sie aber auch potenziell Werkzeuge oder Agenten einer staatlichen Politik, die auf die Zerstörung der Bewegung gerichtet war. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Parallele zur aktuellen Debatte um die Drogenhändler im Park, die ja einerseits auch als Opfer staatlicher Politik auftauchen, andererseits aber auch Leute, die den Park und die Nachbarschaft irgendwie kaputt machen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es von der Struktur her keinen großen Unterschied zur offiziellen Antidrogenpolitik gab, also zumindest wenn wir über diese räumlichen Komponente sprechen. Cannabis wurde als legitim dann noch gestattet, aber der Mechanismus ist derselbe.
Konstruktion eines Wir, der Kiez, gegen etwas, das vermeintlich nicht dazugehört, Grenzziehung und die Umwandlung eines sozialen, eines Konsumphänomens in ein Problem des Raums. Und hier wird dann eben ein Kiez konstruiert, der gegen bestimmte Drogen und Personen verteidigt werden muss. Es gibt natürlich noch ganz viele weitere Aspekte. Auch, also viele Leute aus der linken Szene sind dann ja auch in die Drogenarbeit gegangen und haben Impulse zu anderen Umgangsweisen da gegeben. Seit den 90er Jahren ist das Prinzip der Schadensminimierung ganz wichtig. Das sind Sachen, auf die ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen kann, die auch zur aktuellen Debatte, glaube ich, relativ wenig dann jetzt beitragen würden. Im historischen Abriss werden aber mehrere Punkte sichtbar, die die Diskussion um den Görlitzer Park als eigentlich eine relativ typische Diskussion kenntlich machen. Also es gibt einen Konflikt um die Nutzung öffentlicher Räume, in dem sich ein eher, sagen wir, bürgerlich geprägtes Lager als eine Vertreterin des Allgemeinwohls ausgibt. Und durch den Fokus auf den öffentlichen Raum bleiben andere Aspekte, etwa soziale oder rechtliche, meist außen vor. Kinder und Jugendliche legitimieren diesen Diskurs. Die Idee der Verführung durch Fremde ist ein zentrales Motiv dabei. Damit eng verknüpft ist die Vorstellung von Drogen als etwas Fremden, etwas, das eigentlich nicht zum Kiez gehört. Und das betrifft sowohl die Wahrnehmung der Drogenhändler als auch der Kundin als Touristen. Und die Vertreibung der Drogenszene kann so als Rückeroberung des Raums gerechtfertigt werden. Und schließlich fügt sich die Säuberung des Parks in allgemeinere neoliberale Regierungstechnologien zur Kontrolle des öffentlichen Raums ein, wo es dann eben um die Durchsetzung hegemonialer Werte und Normen geht. Und das heißt, der Begriff der Säuberung ist da durchaus würdig zu verstehen, denn die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die da jetzt patrouillieren, die sanktionieren ja umfassend Verhaltensweisen, die eben nicht illegal sind, so etwas wie Müll, Grillen, Lärm und so weiter. Drogen spielen da dann am Rande eigentlich nur noch eine Rolle und das heißt, die Bandbreite geduldeter Verhaltensweisen wird so tendenziell kleiner. Statt also, und damit komme ich zum Schluss, über Probleme im Görlitzer Park zu sprechen, sollten wir diese eher als einen Interessenskonflikt bezeichnen. Auf der einen Seite steht der Wunsch, eher bürgerliche Ordnungsvorstellungen im urbanen Raum durchzusetzen. Auf der anderen Seite geht es um fundamentale Rechte marginalisierter Gruppen. Es geht um das Recht auf Rausch, das Recht auf soziale Teilhabe, vor allem aber auch um das Recht auf Stadt. In diesem Sinne muss eben nicht der Kiez gegen etwas Äußeres verteidigt werden. Verteidigt werden muss, denke ich, die Stadt als ein Raum, in dem sich unterschiedliche soziale Gruppen begegnen und miteinander koexistieren können. Und deshalb tun wir, glaube ich, gut daran, uns im Laufe der kommenden Stunden an einige Eckpunkte zu erinnern. Erstens, Drogenpolitik kann nicht repressiv und vor Ort gelöst werden. Drogenpolitik muss immer sozial und im vorliegenden Fall eben auch Flüchtlingspolitik sein. Zweitens, egal wie konkrete Lösungsmodelle vor Ort aussehen, sie können deshalb nur unvollständige Kompromisse sein. Um Drogenkriminalität und gesundheitliche Probleme einzudämmen, bedarf es, denke ich zumindest, der Legalisierung oder Entkriminalisierung von Rauschdrogen. Und dabei ist es, denke ich, wichtig, nicht nur Cannabis in den Blick zu nehmen, wie das heute hier passiert, also quasi grüne Klientelpolitik zu betreiben im doppelten Sinne, sondern eben auch andere illegalisierte Drogen. Und drittens, dass Drogenkonsum eben nichts ist, was von außen kommt, sondern aus der Mitte der Gesellschaft. Es ist ebenso Teil von Jugend- und Alltagskultur, wie es Teil moderner Konsumgesellschaften ist. Und als solches braucht Drogenkonsum eben auch einen Ort innerhalb dieser Gesellschaft. Ja, ich bin gespannt, wie wir diese Fragen in den nächsten Stunden von unterschiedlicher Seite noch beleuchten werden. Ich freue mich auf hoffentlich fruchtbare Diskussionen hier und hoffe, dass dieser kleine historische Überblick die enge Verknüpfung von Fragen um Drogenkonsum und das Recht auf Stadt ein bisschen deutlicher machen konnte. Und ich bedanke mich ganz herzlich für eure und ihre Aufmerksamkeit. Danke.